Zum Thema Reflexion an Planspiegeln in der geometrischen Optik. Hier ist ein Planspiegel, das heißt ein flacher Spiegel, eingezeichnet und die reflektierende Fläche ist hellblau gefärbt. Trifft ein Lichtstrahl R1 auf diesen Spiegel, so nennt man diesen Lichtstrahl Einfallsstrahl. Dieser Einfallsstrahl wird vom Spiegel zurückgeworfen, er wird dann zum Reflexionsstrahl, hier R2. An diesem Punkt zieht man die Senkrechte zum Spiegel, die man die Normale zum Spiegel nennt. Es gibt zwei Gesetze zur Reflexion am Planspiegel. Das erste Gesetz lautet, der Einfallsstrahl R1, die Normale N und der Reflexionsstrahl R2 sind komplanar. Das heißt, sie befinden sich in einer selben Ebene. Jetzt konstruieren wir den Winkel, der gebildet wird durch den Einfallsstrahl R1 und die Normale N. Diesen Winkel nennen wir Alpha. Und dann konstruieren wir noch den Winkel, der gebildet wird durch die Normale N und den Reflexionsstrahl R2. So erhalten wir diese zwei Winkel Alpha und Beta. Alpha heißt Einfallswinkel, Beta heißt Reflexionswinkel. Das zweite Gesetz der Reflexion an Planspiegel lautet, der Einfallswinkel Alpha und der Reflexionswinkel Beta haben dieselbe Öffnung. Dieser Winkel Alpha ist also genauso groß wie dieser Winkel Beta. Alpha gleich Beta. Wenn wir auf den Spiegel schauen, so denken wir, geradeaus zu schauen und denken, dass dieser Punkt sich hinter dem Spiegel befindet. Überprüfen wir, ob Alpha ständig gleich zu Beta ist. Ja,